Okay, ab wann ist es denn Kunstfigur, ab wann nicht mehr? Wenn ich sage, ich bin Jeremy Fragrance, dann bin ich Jeremy Fragrance. Meistens gucken die Leute ja eh entweder um über einen zu lachen, um sich selber besser zu fühlen, damit sie sagen, ach, ich bin viel besser als diese Person, oder um zu lernen. Weißer Anzug, Kreuzkette, einarmige Liegestütze, Parfüm in der Hand. Kraft, Power, Strength! Ich bin geil, ich bin stark, ich bin Number One Gott. Es geht besser! Kraft, Power, Strength! Jeremy Fragrance hat inmitten von abertausenden Influencern seinen Platz gefunden. Er ist Sänger, Tänzer, Reality-TV-Star, Motivationsguru, Keynote-Speaker, Businessman und die meistgeklickte, die relevanteste Institution, was Parfüms auf der Welt angeht. Gomme Mode. Er hat sich wie kein anderer auf die unberührte Welt der Parfümerie, die Kraft der Düfte und Essenzen gestürzt. Düfte sind eine unsterbliche Sache. Ihr werdet immer riechen müssen, egal in welcher Form. Er wird für Werbespots gebucht. Der beste Duft der Welt. Frisches Brot. Backfrisch. Fragrance for everyone. Er hat eine mehrteilige Serie und ist zu Gast in Fernsehshows. Jeremy Fragrance ist Parfüm-Influencer und zwar der beste und wahrscheinlich auch der einzige, den es gibt. Er ist einer der wenigen deutschen Influencer, der auch international was reißt. Power! Er ist ein globales Meme. Seine Videos auf TikTok und YouTube werden millionenfach geklickt. Er hat fast 7 Millionen Follower auf TikTok, 2 Millionen auf YouTube. Bald knackt er die Millionen auf Instagram. Das ist das Phänomen Jeremy Fragrance. Daniel Schredinski, Daniel Schütz, Jeremy Fragrance. Ab wann entscheiden wir eigentlich, wer wir sind? Jeremys einarmige Liegestütze sind mindestens genauso stabil wie die Tische und Stühle von FlexiSpot. FlexiSpot kann euch mit allem ausstatten, was ihr braucht, um mit ordentlich Power am Schreibtisch zu arbeiten, zu lernen oder zu zocken. Das hier ist der E7 Pro, ein elektrischer, höhenverstellbarer Schreibtisch, mit dem ihr im Sitzen oder Stehen bequem Parfüm-Reviews bingen könnt. Er kann, wie Jeremy, bis zu 160 Kilogramm drücken. Die Kabel können super leicht gemanagt werden und dank dem C-Fuß gibt's super viel Freiraum unter dem Tisch. Ich kann deshalb ganz unkontrolliert mit meinem Bein wippen, ohne mich zu verletzen. Dieser nice Stuhl kann bis zu 135 Kilogramm stemmen und mit diesen drei Knöpfen in die für euch perfekte Position gebracht werden. Passend zum Black Friday hat FlexiSpot im Zeitraum vom 24.11. bis zum 27.11. große Rabatte von bis zu 300 Euro am Schüssel. Auf den Tisch gibt es zum Beispiel 240 Euro Rabatt, auf den Stuhl 170 Euro. Die ersten 80 Bestellungen am 24.11. und die ersten 20 Bestellungen am 27.11. ab 0 Uhr kriegen außerdem 50% Cashback. Links zu den Produkten findet ihr in der Beschreibung. Boah, wow, geil! Boah, geil! Oh, scheiße, ist der Jeremy ist heute zwar ein Gott, doch er wurde tatsächlich Ende der 80er in Oldenburg als Menschenkind namens Daniel geboren. Damals ahnte niemand, dass aus ihm ein paar Jahrzehnte später der deutsche Parfümpate werden wird. Meine beiden Eltern sind aus Polen. Ganze Familie aus Polen. Ich bin der Einzige, der in Deutschland geboren ist. Er hatte eine schwere Kindheit. Mein Vater war schon auch gewalttätig. Also welche Form von Gewalt meinst du? Ach, wissen Sie, so mit einem Gürtel verprügelt oder sowas. Schon in der Schulzeit zeigen sich Daniels unverkennbare Talente und sein Gespür für die Massen. Er treibt viel Sport, tanzt im Schultheater und beginnt einen Nebenjob im Oldenburger Staatstheater. So I earned money already pretty young with dancing and acting and all that stuff. 2007 entdeckt er YouTube für sich. Fortan dürfen Menschen auf der ganzen Welt Zeugen seiner Tanzeinlagen werden und ihm nacheifern. Nach der Schule studiert er Wirtschaftsingenieurwesen und modelt nebenbei. Kurze Zeit später bricht er sein Studium ab. Denn er wird als Jeremy Williams in eine deutsche Boyband gecastet. Ich werde es bereuen, wenn ich es nicht mache. Deswegen habe ich das abgebrochen und habe Boyband gemacht. Part 6. Doch das Boyband-Leben des jungen Jeremy währt nicht lange.
2011 löst sich die Band auf. Der Traum ist geplatzt. Jeremy Williams macht als Solokünstler weiter. Williams ist reflektiert und sich schon damals seiner unfassbaren Anziehungskraft bewusst. Ja, wenn die Leute gut drauf sind und sagen so, ey, cool, weiter, dann mache ich auch immer gern die Tanzperformance. Und für die Mädels, da ziehe ich dann auch mal das Jäckchen aus, ne? Sexy, sexy, da freuen sie sich natürlich alle, oder? Puh. Trotz seiner vielen Talente bleibt der große Erfolg aus. Die Events werden kleiner. Gutes Aussehen und ein definierter Körper sind im Showbiz Segen und Fluch zugleich. Ja, man muss natürlich schon bei mir ein bisschen aufpassen, dass ich nicht nur auf meinen Körper reduziert werde, dass die Leute nicht nur denken, das ist dieser Typ mit Muskeln, der nichts im Kopf hat. Aber sobald die Leute eigentlich mit mir arbeiten, dann merken die auch, dass da auch mehr dahinter steckt. Jeremy Williams beendet seine Musikkarriere und wird wieder zu Daniel. In den USA besucht er Anfang der 2010er einen Abercrombie & Fitch Store. Die Läden sind immer gottlos zugenebelt mit stinkenden Parfüms. Teilweise so stark, dass Kunden und Anwohner in der Nähe Kopfschmerzen bekommen. In diesem Moment kriegt Daniel eine Eingebung. Die Leute wissen zwar, wie man sich gut stylt, wie man sich die Haare macht, aber nicht, wie man gut riecht. Hello, this is Jeremy and this is a fragrance review about 1 million and the other bombshell, Jean-Paul Gaultier's Le Mans. 2014 startet er seinen neuen YouTube-Kanal. Was geht ab, Freunde? Der Jeremy ist hier. Heute ein Video zum Thema, welche Parfums halten lange und kommen dabei gleichzeitig auch sehr gut bei euch in der Umgebung an. Und er heißt jetzt Jeremy Fragrance. In den Videos stellt er seinen Zuschauern verschiedene Parfüms vor. Mit Affiliate-Links in der Beschreibung verdient er Geld. Wow, guys, this fragrance. Wow, the fragrance top notes so good. Jeremy macht keine elitären, versnobten Reviews. Seine Empfehlungen sind für die breite Masse. Dior Sauvage riecht nach Bergamot, Zedernholz und Patchouli. Ja. Das kann ja jeder. Ich habe das dann anders erklärt. Ich habe gesagt, das ist der sexy Lederjackengeruch, wenn du abends ausgehst. Es geht ihm nicht um den Duft selbst, sondern was er für dich tun kann. Fragrance hält geradezu fanatisch an dem Traum fest, die Autorität im Bereich Düfte zu werden. Als ich die Chance dann sah, zum Beispiel der Parfümtyp zu werden, dann habe ich mich da sehr streng rangenommen und auch geguckt, dass ich da wirklich heftig erfolgreich werden kann. Mit der Zeit kommen die Videos immer besser an. Dieses hier hat heute 1,8 Millionen Aufrufe. Das hier sogar über 6 Millionen. Aber der absolute Mega-Erfolg, den er sich so sehnlichst wünscht, lässt weiterhin auf sich warten. Er legt einen Gang zu. You smell like cotton candy, you smell like popcorn. You need ideas for some fragrances I've got. 1 million! Jeremys Videos werden mit der Zeit immer bizarrer, lauter. Vor allem auf TikTok wird Fragrance zum Phänomen. Seine Videos sind energiegeladen, fast schon absurd. Seine Fans lieben es. People respond to high frequency, people respond to dominance. And I'm choosing positive dominance. Sein Traum wird wahr. Jeremy Fragrance wird zu dem Parfüm-Influencer. Geil! Parallel dazu wird er mit seinen wilden Clips zum internationalen Meme. YouTube-Kanäle wie Nick is Not Green und Danny Gonzalez widmen ihm Videos. Yeah. Oh Gott! Auch Cody Ko wird auf Jeremy aufmerksam. Oh, this reminds me when I was a little idiot. That had no idea about anything, and I love that times, because sometimes life is so easy when you're stupid. Er rauscht durch die deutschen Medien. Er zeigt bei Late Night Berlin, wie man dank Parfüm einarmige Liegestütze macht.
Okay, jetzt Feierabend. 2022 zieht er ins Promi Big Brother Haus ein. Ich werde meinen Anzug anbehalten und mich nicht umziehen. Das ist ja mein Signature Look. That's the way it is, guys. Dann verlässt er es freiwillig wieder. Ich beende es, wenn es am schönsten ist. Er taucht aus irgendeinem Grund für ein Interview bei Sky Sport News auf. Weißt du, wen ich gern mal treffen würde? Wen? Jürgen Klinsmann. Okay, wie kommt's, warum, ja, Jack? Und wird für Speaker-Events gebucht. Speaker-Events sind Events, wo ich als Sprecher gebucht werde, weil ich Jeremy Fragrance bin. Dort predigt er Weisheiten, die eigentlich von Milliarden von Menschen auf der ganzen Welt gehört werden müssten. Eine der Dinge, die Energie gibt, ist sich zum Beispiel sagen, ich bin geil, ich fühle mich geil, ich bin gesund. Er wird zum Ernährungs-, Beziehungs- und Erfolgscoach. Er erklärt, wie er es schafft, seine unmenschlichen Energielevel aufrechtzuerhalten. In einem Interview spricht er mit Leroy genauer über seinen Lifestyle. Ich stehe morgens um 5.11 Uhr auf, mache einarmige Liegestütze, dusche arschkalt. Er bringt seinen Followern bei, wie positives Mindset geht. Tu das, was richtig ist, Komma, denn du weißt, Alter, was richtig ist, Punkt. Und wenn du teilweise noch nicht weißt, was richtig ist, dann ist das noch nicht so schlimm, Komma, aber denk dran, wenn du weißt, was richtig ist, dann musst du das tun, was richtig ist. Punkt. Jeremy Fragrance wird weltbekannt. Als Meme, als Experte, als Entertainer, Influencer und als Coach. Dann musst du eben, also wenn du nur 1000 Euro im Monat machst, dann würde ich dir empfehlen, mehr zu machen. Er hat es geschafft, durch seine hartnäckige und strategische Allgegenwärtigkeit, durch seine etlichen öffentlichen Rollen, durch seinen aufgedrehten Charakter in einer schnelllebigen Social-Media-Welt wahnsinnig viel Reichweite aufzubauen. 2019 bringt Fragrance sein lang erwartetes eigenes Parfüm heraus, Office for Men. Das Geld dafür sammelt er über eine Kickstarter-Kampagne. Später folgen Date for Men und Black Tie. Kunden zahlen teilweise deutlich über 200 Euro für einen seiner Düfte. Diese Duftkerze kostet 150 Euro. Dieses Jahr hat Fragrance die autobiografische Pflichtlektüre Power Baby, die Jeremy Fragrance Story, veröffentlicht. Und erst vor kurzem ist eine mehrteilige Doku über ihn erschienen. Bam, Alter! Power! Ich weiß, dass ich hier wohnen möchte. Das ist eine Million-Dollar-View. Oh yeah, I like it. Wow. Jeremy Fragrance ist hinter den Kulissen vor allem ein raffinierter Geschäftsmann. Ich verstehe einfach, wie das System funktioniert. Er weiß, wie er Social Media und den Hype um seine Person bestmöglich nutzen kann. Er ist stolz auf seinen Erfolg und seine Unabhängigkeit. Er weiß, wie wertvoll seine Marke ist. Ich bin nämlich RTL, Sky und ProSieben in einem. Ich bin auch gleichzeitig mein eigener Douglas, Sephora und Kaufhof. Ich bin geil, ich bin stark, ich bin Number One God. Daraus ist für Jeremy ein profitables Geschäft entstanden. Über das ganze Cash spricht er auch immer häufiger öffentlich. Ich kriege über 40.000 Euro für einen Social Media Post auf zwei Plattformen. Bla bla bla, bla bla bla. Boom. Er flext darüber, wie viel Geld er hat, wie geil er ist oder wie viele Frauen er haben könnte. Ich könnte pro Tag 5 Mädels bumsen. Mit solchen Auftritten dominiert er weiter das Attention Game. So hieß auch eine seiner Reden bei einem Speaker-Event. Aber Aufmerksamkeit um jeden Preis kann riskant sein. Number One God inhaliert scheinbar regelmäßig Parfüm vor seinen unzähligen öffentlichen Auftritten. Im Rausch wird sein biblisches Rollenbild der Frau deutlich. Naja, das sind dann eben diese Bosswomen heutzutage, weil die Männer auch immer softer werden. Aber grundsätzlich finde ich es klug, wenn der Mann, sagen wir mal Pareto-mäßig 80-20, den ganze Kohle reinbringt und richtig für alles sorgt und die Frau ist stärkend im Background. Immer diese Playboy-Bitches, die selbst so auch Influencer-Bitches waren, die selbst im Rampenlicht waren, die waren gar nicht so gut. Die besten waren diese hübschen, geilen Mädels, die aber so im Hintergrund waren. Auch in der Businesswelt sagt man Herr Fragrance eine gewisse Kälte nach. Er soll seinen eigenen Bruder Camille aus seinem Imperium verbannt haben. So yeah, he basically said from one day to the other, Camille, you're out and you should do your own thing. Camille lebt mit seiner Familie in den USA. Er ist durch seinen Bruder ebenfalls zum Parfüm-Influencer geworden. Visited my friend and master perfumer Richard Arpin. Nur mit weniger Number One God Energy und weniger Reichweite. Er sorgt sich um Daniel. Me being concerned about
his mental health and also his effect on the business, to be honest, because the way he's been doing things over the last couple of months and years have not been doing well, even though the brand is doing really well. Jeremy Fragrance ist ein skurriles und extrem unterhaltsames Mysterium. Sein Erfolg und seine Marke sind zu einem großen Teil kalkuliert. Stetige Präsenz und Aufmerksamkeit haben ihn zu einem der größten Influencer Deutschlands gemacht. Gleichzeitig wirkt es so, als wäre seine öffentliche Rolle eng mit der Person dahinter verwoben. Fragrance hat jahrelang an seinem Traum, berühmt zu werden, festgehalten und offensichtlich nie aufgegeben. Heute hat er alles erreicht, was er sich als junger Mann erträumt hat. Er ist der globale Parfüm-Influencer. Ich ernähre meine ganze Familie damit, und zwar so, dadurch, dass ich so rumhampel wie ein Vollidiot. Aber es ist einfach so, dass ich damit total viel Kohle verdiene. Wir hoffen, dass ihn das glücklich macht. There is so much shit going on this planet. Where did this whole shit go? And I'm part of the idiots. Learn to master your dark side. Learn to master your bastard side, guys. Learn it. Learn it, guys. Das war's für heute, liebe Gang. Wir hoffen, euch hat dieses etwas andere Video gefallen. Sprüht euch euer bestes Parfüm auf, macht einarmige Liegestütze und vergesst eins nicht. One on the left, one on the right. One on the front and on the top and one behind. Feiert gut. Ich bin geil, ich bin stark, ich bin number one God. Und case closed. Cotton candy, you smell like popcorn. You need ideas for some fragrances.